Er ist so niedlich. Und ich erinnere mich, glaube ich, dass der im neuen Jurassic World Fallen Kingdom auch eine ziemlich wichtige Rolle gespielt hat. Eigentlich sollte ich ja gehen. Warum? Naja, ich bin eine... Sie sind eine... Hören Sie. Wir müssen los, kommen Sie. Über Sexismus und Überlebenssituationen können wir diskutieren, wenn ich zurück bin. Geben Sie mir alles Schritt für Schritt durch, okay? Ich bin auf Kanal 2. Na schön. Und damit Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Jurassic World Evolution. Wir haben immer noch ein paar kleine Freischaltungen vor uns. Immer noch der Allosaurus, den ich gerne freischalten möchte. Dazu müssen wir weiterhin Wissenschaftsaufträge absolvieren. Und dann nehme ich auch gleich direkt nochmal einen weiteren Wissenschaftsauftrag an. Und zwar... Ich habe ein Angebot erhalten, das das können wir machen. Da müssen wir schnell ein kleines Kraftwerk bauen und dann dieses Ausfallschutz-Upgrade anwenden. Wir müssen hier aber auch nochmal die Futterstationen auffüllen, sehe ich gerade. Das machen wir jetzt einfach mal bei allen Futterstationen direkt, würde ich sagen. Erledigen wir das gleich mal. Das muss immer schön erledigt werden. Oh, da ist noch was, was repariert werden muss, sehe ich gerade. Eine Umspannstation, die noch nicht ganz wieder repariert wurde. Bestätigt. So, machen wir das mal so. Hier auf der Seite sind die gar nicht so dringend nachzufüllen, sehe ich gerade. Die Futterstation auf der Seite hier dafür aber umso mehr. Yep, genau. Vom Indoraptor natürlich. Das ist wieder mal die Futterstation, die am dringendsten aufgefüllt werden muss hier. Bin zur Futterstation unterwegs. So. Genau, wunderbar. So, jetzt bauen wir einfach mal irgendwohin ein kleines Kraftwerk, damit wir diesen Auftrag hier direkt dann abgeschlossen haben. Vielleicht sogar direkt hierhin, genau. Einfach mal so dazwischen, auch wenn wir das da wahrscheinlich eh nicht nutzen werden an der Stelle. So, schön mit der Straße verbinden. Flupp. Und dann ein Ausfallschutz 2.0 Upgrade anwenden. Das sollte ja eigentlich kein Thema sein. Ah ja, genau. Und zu Homimus müssen wir ja auch noch auf 100% bringen. Ich erinnere mich. Wenn wir gleich mal schauen. Hier ist Suchomimus-Genom. Suchomimus-Genom. Verkaufen, verkaufen. Stügimoloch haben wir ja auch schon jetzt auf 100%. Können wir auch verkaufen. Jetzt können wir auch alles verkaufen. Wunderschön. Und das Kraftwerk ist gleich fertig. Komm schon, werd fertig. Mein Ziel ist jetzt ja wirklich... nochmal Gehege für alle Dino-Arten zu bauen, die wir bisher noch nicht machen konnten oder noch nicht machen mussten. Ja, da gibt es ja noch ganz viele, die wir noch nicht haben. Zum Beispiel Mamenchisaurus oder auch Giganotosaurus und solche Viecher. Ihr Ruf macht sie glaubwürdig. Für alle in der Unterhaltungsabteilung. Mich inklusive. Aber hallo. So, jetzt wenden wir hier noch das Ausfallschutz-Upgrade 2.0 an. Wunderbar, und dann können wir dieses Kraftwerk eigentlich auch direkt wieder abreißen, weil das ist da an der Stelle nur eine Platzverschwendung. Dass sie das schaffen werden. Ich hatte da so eine Ahnung. Genau. Also, Glückwunsch an uns alle. So, jetzt schicken wir den nochmal zum Suchomimus. Rufbelohnung, Allosaurus. Wir haben den Allosaurus freigeschaltet. Damit haben wir jetzt, glaube ich, alles freigeschaltet, was man freischalten kann, bis auf den Styracosaurus. Und den muss ich, glaube ich, freischalten auf einer der vorhergehenden Inseln. Da müssen wir dann nochmal gucken. Jetzt möchte ich aber tatsächlich mal was Neues ausbrüten. Erstmal natürlich den Stügimoloch. So. Genom modifizieren. Jetzt schauen wir uns das mal an. Was können wir dem denn geben? Regenwaldmuster. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal einen ohne Modifikation. Ich will mal sehen, wie der ohne Modifikation aussieht. Und dann gehen wir hier weiter mit Gehirnalterung 3.0. Stärke des Herzens, damit die auch richtig schön lange leben. Ja. Immunreaktion. Dann haben wir hier nochmal, was haben wir hier? Schneller Stoffwechsel, genau, den wollen wir auch haben. Und dann hier nochmal Gehirnalterung. Wunderbar, da hat er jetzt eine Lebenserwartung von 193. Sehr gut, sehr gut.
Und ich würde sagen, wir machen gleich direkt mehrere von denen. Mindestens zwei würde ich jetzt mal von denen machen. Weil ich jetzt nicht genau weiß, wie sozial die sind, wie viele Artgenossen die brauchen. Und ich weiß halt auch nicht, ob die sich mit den Pachis hier drin, die wir hier schon haben, ob die sich mit denen vertragen. Das wird sehr interessant. Ich hoffe, die haben ungefähr dieselben, ja, Voraussetzungen ans Gehege und die Gemeinschaft wie die Dracorexe. Das wäre eigentlich ganz cool, wenn sich das so ein bisschen ähnelt. Die Stegos sind auch ganz schön alt schon wieder, kann das sein? Toter Dinosaurier. Wer ist gestorben? Wo ist jemand gestorben? Hier hinten. Das ist ein Triceratops. Oh oh. Fühlen die sich noch wohl? Ja, noch fühlen sie sich wohl. Alles gut. Aber ich glaube, Triceratops konnte auch ohne Artgenossen, ja, sich wohlfühlen. So, jetzt nochmal hier. Suchomimus. Suchomimus. Und den Rest hier. Den verkaufen wir direkt wieder. Und ich schicke die Expeditionisten nochmal zum Suchomimus los. Ah ne, das waren sie ja nicht. Moment. Hier sind sie. Expeditionskarte. Genau, so jetzt gucken wir nochmal hier drüben. Ach ne, Moment. Barmenchisaurus war ja auch noch nicht auf 100%. Genau. Den brauchen wir ja auch nochmal. Und auch sowas wie Gigantspinosaurus war auch noch nicht auf 100%. Den haben wir auch noch. Müssen wir auch noch ein bisschen erforschen. Okay, also Stügimoloch geht schon mal relativ schnell. Wenn ich mir das hier so angucke. Nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Schauen wir mal, schauen wir mal. Komm schon, komm schon, komm schon. Jawohl, freilassen. Gucken wir uns den mal an. Wie groß ist denn der? Der ist ja voll niedlich. Der ist ja voll süß. Ich dachte, der wäre größer. Aber der ist ja voll knuffig. Dieser große Kopf. Ah. Er ist so niedlich. Und ich erinnere mich, glaube ich, dass der im neuen Jurassic World Fallen Kingdom auch eine ziemlich wichtige Rolle Alles, gespielt was ich hat. über diesen Dinosaurier, den Stygimoloch, weiß, ist, dass sein Name auf die Hölle und einen Dämon zurückgeht. Deswegen mag ich ihn. So. Ausgerechnet er mag ihn deswegen. Wir sollten auch den anderen doch direkt freilassen, finde ich. Ah. Geschäfte sind oft nicht sauber oder einfach, Ja, aber akzeptieren wir immer das mal. notwendig. Also sehen Sie sich diesen Auftrag an. Kein Problem. So, die beiden betäuben wir hier jetzt und dann schicken wir sie mal ins Pachygehege und gucken mal, ob die sich da wohlfühlen. Na, das sieht schon mal gut aus. Der müsste sich gleich abtransportieren lassen. Ja, wie er ins Wasser gefallen ist. Eigentlich müsste er da ertrinken. Okay. Bestätige Anfrage Ich zur bin sehr gespannt Fotografie. jetzt. Wie sieht denn das aus? Sozial. Oh ja, da brauchen wir auf jeden Fall noch mehr Tiere. So viel ist sicher. Wir brüten am besten gleich nochmal zwei aus. So. Genau, und dann transportieren wir sie ab. Müssen wir jetzt mal gucken. Ich weiß jetzt nicht, ob das so krasse Einzelgänger sind. Es kann auch sein, dass die ein eigenes Gehege brauchen. Ich will da jetzt nochmal nachgucken. Also, Bestand sieht eigentlich ganz gut aus. Die müssten sich mit vier Pachis eigentlich vertragen. Und wenn wir dann vier von denen haben, müsste eigentlich hinkommen. Es ist ungefähr, glaube ich, so wie der Stygimoloch. Wie der Dracorex natürlich. Nicht schlecht. So, Fossilienzentrum. Genau, da haben wir nämlich hier wieder, ne? Suchomimus. Mamenchisaurus ist auf 72%. Produkt wird transportiert. Da müssen wir nochmal dafür sorgen, dass wir noch ein bisschen mehr von dem bekommen. So. Genau, wir kratzen jetzt quasi noch die letzten paar DNA-Brocken zusammen. Und Styracosaurus hätte ich wirklich auch gerne noch. Den müssen wir aber, wie gesagt, noch auf einer anderen Insel nochmal freischalten. Da muss ich zwischenzeitlich nochmal die Insel wechseln. In Kürze. Damit wir das auch hinkriegen. Dann haben wir wirklich alle Dinosaurier freigeschaltet. Das wäre schon ziemlich cool, wenn uns das gelingt. Und dann können wir wirklich so einen richtig schönen Dinosaurierpark bauen. Mit allen Schikanen sozusagen. Produkt Mit transportiert. allen Dinos.
mit coolen Gehegen, da müssen wir auch nicht mehr so drauf achten, weil wir haben jetzt auf jeder Insel richtige Summen, richtige riesige Mengen an Geld. Und da müssen wir auch nicht mehr so drauf achten, ja, was müssen wir jetzt hier eigentlich, ne? Da müssen wir jetzt hier auf den Platz gucken oder aufs Geld oder sonst irgendwie was. Nee, da können wir wirklich die Parks so gestalten, wie wir das möchten. Und das ist schon ziemlich cool. Genau, es fehlt hier jetzt eigentlich nur noch die soziale Komponente. Die brauchen eigentlich jetzt hier nur noch Artgenossen. Und die sind auch schon fertig, die Artgenossen. Das ist sehr gut. Das heißt, wir rufen direkt wieder die ACU-Unit und betäuben die zwei. Wunderbar. Kommt schon, kommt schon. Betäubt den Stügi-Moloch. Betäubt ihn, los. Beschwer dich, genau. Sturmabwehrstation überwacht den Kurs eines eintreffenden Tropensturmes. Na, das finden wir ja mal wieder gar nicht so toll. Das heißt, wir machen schon mal die Schutzräume auf. Alle Schutzräume öffnen und wir betäuben direkt im Anschluss die beiden Spinos und mit der anderen ACU-Unit betäuben wir hier drüben direkt mal Sie wissen, wie man Probleme löst. Das ist eine wertvolle den Indoraptor und den Rex. Die anderen kommen, glaube ich, auch so zurecht. Diese Stürme scheinen die Dinosaurier instinktiv zu beruhigen. Hä? Ich für meinen Teil werde eher nervös. Was genau hat sie eigentlich genommen, dass sie davon ausgeht, dass die Dinos beruhigt werden, wenn Stürme kommen? Hat sie nicht aufgepasst als Wissenschaftlerin, was hier so passiert, wenn Sturm ist? Dinosaurier brechen aus, Dinosaurier fühlen sich nicht mehr wohl in ihrem Gehege. Hunde und Katzen leben miteinander. Massenhysterie. Die absolute Massenhysterie. Los, beeilt euch mal hier ein bisschen. Betäubt mal schnell den Stügi-Moloch, damit wir schnell noch die Spinos betäuben können. Ich hoffe, der Indoraptor ist betäubt worden. Nicht, dass der jetzt hier ausrastet. Toter Dinosaurier. Was ist jetzt hier gestorben wieder? Bestimmt wieder ein... Oh. Was ist denn da gestorben? Ein Pachy! Nicht schon wieder? Die sterben schon wieder, die Pachys? Oh Gott. Wie uncool. Die habe ich doch gerade erst ersetzt. Okay, na gut, egal. Dann müssen wir halt noch einen machen. Noch einen erzeugen. Hilft alles nichts. So, der Sturm ist schon wieder passé. Warum steht die ACU? Ich höre gerade sagen, wieso steht die ACU-Unit da so in der Luft und macht gar nichts. So, extrahieren, 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 extrahieren. Und was ist das hier? Cynodontia-Fossilien. Das ist ein Ursäugetier, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist kein Dinosaurier. Auf jeden Fall nicht interessant für einen Jurassic Park, bei dem es ja um Dinosaurier geht. So, jetzt müssen wir doch hier eigentlich, genau, den Rex wieder ins Gehege platzieren können. Und wo ist eigentlich der Indoraptor? Da. Alles klar. Und wir schicken direkt nochmal die Expeditionisten los. An dieselben Stellen wieder. Und die Schutzräume können wir öffnen. Beziehungsweise schließen. Wunderbar. Alle anderen Tiere fühlen sich wohl. Alles gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Genau, die werden hier alle transportiert. Stügi Moloch ist jetzt auch im Gehege. Neues vollständiges Genom. Suchomimus. Sauber. Das hat einfacher ausgesehen, als es eigentlich war. Aber hallo. Oh, Stügi Moloch fühlt sich hier gar nicht wohl. Es reicht immer noch nicht die Menge der Artgenossen. Okay, dann müssen wir noch ein Stügi Moloch machen. Meine Güte, ey. Wer hätte das gedacht, dass man so viele von denen braucht? Ist ja der Wahnsinn. Sie fühlen sich echt nicht wohl. Okay, wir müssen die betäuben. Die, die schon im roten Bereich sind, auf jeden Fall. Ist hier noch einer irgendwo? Müsste hier nicht noch einer sein? Der hier. Ah, Moment, sie fühlen sich doch wohl. Sie fühlen sich doch wohl, sie fühlen sich doch wohl. Nicht machen, nicht machen.
Okay, er greift trotzdem den Zaun an. Okay, wir holen mal Ranger Team 3 hier rein ins Gehege schon mal. Aufgabe erhalten. Okay, da hätte ich jetzt gar nicht noch einen machen brauchen. Wie sieht es denn vom Bestand her aus? Vom Bestand könnten sie noch welche vertragen. Die Pachis, da wird es allerdings schon ein bisschen eng mit dem Bestand. Ein Dinosaurier wurde erfolgreich aufgezogen. Jetzt gucken wir mal, wie das ist, wenn wir da noch einen Pachi reinpacken. Ob die Pachis dann noch einen weiteren Dinosaurier verkraften können oder nicht. Erstmal zu den Fossilien natürlich. Ah ja, okay, genau. Der Suchomimus ist jetzt auf 100. Das heißt, diese Fossilien brauchen wir nicht mehr. Und jetzt hier noch der Gigantspinosaurus. Okay, da müssen wir jetzt die Expeditionisten eigentlich nur noch... Moment, müssen wir die eigentlich nur noch dahin schicken, wo wir mal Menchisaurus finden können. Und ansonsten, glaube ich, noch Nodosaurus war auch noch nicht vollständig, oder? Muss ich nochmal gucken. Also, genau, Nodosaurus muss noch vervollständigt werden, Sauropelta, Gigantspinosaurus und Mamenchisaurus. Das steht jetzt noch so ein bisschen an. So, ACU, ihr seid noch nicht fertig, ihr müsst den da betäuben. Jetzt schaffen wir den Pachi in dieses Gehege. Da kommt auch schon der Transporter. T-Rex und Indoraptor werden gerade in ihre Gehege wieder abgesetzt. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ich muss sagen, der Indoraptor ist überraschend pflegeleicht. Hätte ich so gar nicht erwartet, ehrlich gesagt. So, den Stygimoloch, den schaffen wir jetzt noch mit hier rüber. Jetzt hoffe ich mal, dass wir nicht einen Pachi zu viel haben. Ansonsten müssen wir halt einen Pachi nochmal verkaufen von den Älteren, die wahrscheinlich dann eh wegsterben. Produkttransport im Gange. Kann man denen hier nicht noch ein bisschen Wald wegnehmen tatsächlich? Dieses Gehege wirkt irgendwie sehr bewaldet und das passt eigentlich gar nicht so zu den Tieren. Ich nehme mal hier noch ein bisschen was weg, damit man die auch mal ein bisschen besser sehen kann. Die brauchen auch gar nicht so viel Wald. Na genau, guckt mal hier, so ist das viel besser. Genau, die Pachis brauchen auch nicht so viel Wald, die brauchen eigentlich viel mehr Grasland. Insofern passt das eigentlich, wenn wir das hier ein bisschen auflichten. Da sieht man die Viecher auch ein bisschen besser hier, genau. Diese kleinen Viecher sieht man eh schon so schlecht. Das hätte ich ja schon viel früher mal machen können, ehrlich gesagt. Zu den Fossilien. Das wird verkauft, das wird verkauft. Huch. Halten wir uns nicht mit den Details auf. Im Großen und Ganzen ist extrahieren, verkaufen, verkaufen. Extrahieren, extrahieren. Menschen haben Angst vor Dingen, die sie nicht verstehen. Oh Gott, aber diese Owen. Insel und die Dinosaurier, die auf ihr leben, können diese Angst verwandeln. In Hoffnung vielleicht. Aber der Schlüssel ist so viele Leute so, wie möglich hierher zu bringen. So, jetzt muss ich nochmal überlegen. Sauropelta, genau, war auch noch nicht vollständig. So, jetzt bin ich mal gespannt. Der eine Pachi ist jetzt schon abgesetzt worden, ne? Ich glaube, einen vertragen sie noch tatsächlich, einen Artgenossen. Das ist dann genau der Stygimoloch. Und dann passt das eigentlich ganz gut. Dann ist dieses Gehege quasi so, wie es ist, vollständig. Haha! Nice, nice. Da wird er abgesetzt. Wunderschön. Wie der Pachi hier badet. Jawohl. Produkttransport beendet. Und? Fühlen sie sich alle noch wohl? Geht das noch? Geht das noch so? Sieht doch auch ganz gut aus, oder? Hat sich schon aktualisiert, ist die Frage. Sieht eigentlich soweit, soweit gut aus, ne? An und für sich. Scheinen sich zu vertragen. Ja, die Menge ist nicht zu groß. Nodosaurus. Vollständiges Genom. Wunderbar. Da haben wir sie. Okay, jetzt geht es wirklich, wie gesagt, nur noch darum. Wisst ihr, was wir jetzt mal machen? Wir holen uns jetzt mal einen Giganotosaurus. Da habe ich jetzt irgendwie Bock drauf. Auf einen richtigen, schönen, fetten Giganotosaurus.
Und zwar gucken wir mal, der Giganotosaurus ist hier. Alter, dieses riesige Maul alleine schon. Wir modifizieren erstmal das Genom. Ich mache den erstmal unmodifiziert von der Farbe her. So, dann gucken wir mal. Was hat er denn hier Schönes? Starke Muskelfasern. Genau, das geben wir dem mal. Gehirnalterung. Besonders effizientes Blut. Nochmal das Blut. Hier genau, Immunreaktion 3.0. Ach ja, ich muss noch mal gucken, ob ich da noch höhere Varianten erforschen kann von der Immunreaktion. Nochmal starke Muskelfasern. Und Stärke des Herzens. Genau, jetzt hat er minus 11%. Wir brüten den jetzt einfach mal aus. 6 Millionen kostet der nur, der ist ja volles Schnäppchen. Okay, so jetzt gucke ich mal schnell beim Forschungslabor. Oh, da können wir sogar noch Aufrüstungen vornehmen. Forschungstempo, da fehlt auch noch eine Freischaltung. Auf irgendeiner Insel war man ein bisschen schlampig gewesen, so wie es aussieht. Gebäude-Upgrades, da ist auch noch was. Was ist das? Zusätzliches Außendienst. Grabungsteam, Isla Muerta-Bewertung, okay. Und hier, okay, wir waren offensichtlich auf Isla Muerta, ein bisschen schlampig. Allosaurus müssen wir noch erforschen, stimmt. Ich erinnere mich. Und genetische Modifikationen. Isla Takano-Bewertung, 3 Sterne, Isla Sorna-Bewertung, ne Moment, Quatsch, 5 Sterne, genau. Alles klar. Und den Styracosaurus. Na, wir haben noch ein paar Kleinigkeiten zu machen. Wir sind noch nicht hundertprozentig durch. Wir haben es noch nicht auf 100% durchgespielt, das Spiel. Wenn es einen neuen Auftrag gibt, weiß ich, an wen ich mich zuerst wende. Aber hallo. Das erwarte ich ja mal auch hier. Großartiges Wohlbefinden, annehmbare Vielfalt, sehr hohe Kapazität. Okay, warum habe ich eigentlich, wenn ich hier überall grüne Bewertungen habe, immer nur 4,5 Sterne als Bewertung? Was fehlt denn hier noch? Dinosaurier-Sichtbarkeit ist bei 88%. Nahrungsbewertung muss noch besser werden und Einkaufsbewertung. Da muss man noch mehr Läden und sowas bauen. Da brauchen die wahrscheinlich wirklich jeden Laden von jeder Sorte an jeder Ecke. Hier hinten fehlt zum Beispiel ein Spielzeugladen noch. Dann sollten wir den mal noch irgendwie bauen an der Stelle hier. Am besten hier direkt gegenüber vom Hotel oder am besten hier daneben. Dann passt vielleicht gegenüber noch ein Hotel hin hier. Obwohl, nee, da passte glaube ich gar kein Hotel hin, oder? Weiß es gar nicht mehr genau. So oder so brauchen wir hier noch einen Spielzeugladen. Das ist sicher. Damit wir die Einkaufsbewertung noch ein bisschen nach oben kriegen. Genau, und wir werden jetzt am besten mal... Oh, ach, hier ist ja noch ein Schaden. Warum sagt denn das keiner? Gibt's ja gar nicht. Da brennt einfach mal das Dach. Hat man sowas schon gesehen. Vielleicht sollte ich nochmal mit den Ranger-Teams allgemein gucken, ob noch irgendwo was ist, was repariert werden muss. Nee. Soweit sieht's eigentlich gut aus. Soweit, so gut. Ah ja, der Spielzeugladen ist fertig. Da machen wir natürlich ferngesteuerte Dinosaurier. So, und das Ganze wird 24 Dollar kosten. Und 3 Personaleinheiten packen wir rein. Jetzt gucken wir mal, wie lange dauert der Giga noch. Der ist bei 50%. Das heißt, wir werden in der nächsten Folge auf jeden Fall ein Giganotosaurus-Gehege bauen. Und warum hat dieses Kraftwerk hier eigentlich noch keine Upgrades? Das müssen wir mal ganz dringend hier erledigen. Das habe ich in der letzten Folge beim letzten Mal noch nicht gemacht. So, wunderbar. So muss das sein. Genau, wie gesagt, in der nächsten Folge bauen wir ein Giga-Gehege. Da bin ich mal gespannt, wie groß das auch sein muss. Und das Allosaurus-Genom bzw. Fossil ist jetzt freigeschaltet. Das heißt, den können wir jetzt finden auf der Expeditionsmap.
Und da würde ich jetzt mal sagen, schicken wir doch mal. Genau, hier nehme ich Kamarasaurus, Stegosaurus, Pachyosaurus, Allosaurus. Schicken wir da doch gleich mal unsere Expeditionisten hin. Ist der noch irgendwo anders auf der Map zu finden? Nee, ist er nicht. Dann würde ich mal sagen, an dieser Stelle ist auch wieder diese Folge zu Ende. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Jurassic World Evolution. Und dann werden wir ein Giganotosaurus-Gehege machen, den Allosaurus komplett erforschen und vielleicht auch schon mal ein paar Allosaurier züchten. Bis zur nächsten Folge Jurassic World Evolution. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne nochmal in die anderen Videos rein, die hier an der Stelle verlinkt sind. Dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann, ciao, ciao.